Ein kurzes Update für den Spitzerhorn. Ihr seht, die Blüte, die ist noch nicht einmal ganz um. Und es sind die Früchte schon so weit ausgebildet und erkennbar. Also das geht innerhalb von wenigen Tagen, also von einer Woche, von Austrieb von der Blüte bis zu dieser beachtlichen Anzahl und Erkennbarkeit der Früchte. Da geht keine 10 Tage. Also es ist immer wieder ein Wunder, wie schnell dass das geht in der Natur von Austrieb bis zur Frucht. Aber ja, bei uns ist auch nicht viel Zeit. Ein paar Monate und dann kommt schon wieder Winter sozusagen. Also ich finde das fantastisch. Also ihr seht da frisch ausgebildete, ganz junge Früchte vom Spitzahorn. Und die kämen auch so in dem Zustand problemlos und gut essen, kauen und ausprobieren. Und immer aufpassen, schaut, da hat der Vogel aufgeschissen. Also, ja, ein bisschen schauen, was man ist. Mache ich wahrscheinlich viel zu wenig. Also, war nur ein kurzes Update. Ende der Blüte und schon Früchte da vom Spitzahorn.